Ich war damals 11 Jahre alt, als ich meine Tante besucht habe und am gleichen Tag noch mit einem 8-jährigen Kind auf dem Spielplatz Streit angefangen habe. Da kam dann ein älterer Mann, ich glaube es war der Vater. Der hat mir dann mit flacher Hand voll auf den Kopf geschlagen, so richtig brutal. Ich bin dann im Sandkasten wieder zu mir gekommen. Ich habe versucht zu erklären, warum ich meine Arme und Beine nicht mehr benutzen kann, aber ich konnte nicht mal mehr reden. Dann kam meine Tante, hat mich hochgenommen. Es kam ein Arzt, es kamen mehr Ärzte und ich habe keine Lust mehr, das alles wieder zu erklären. Einmal die Woche kommt eine ältere Schwester vorbei. Sie zieht die Vorhänge zu und verschafft mir, wahrscheinlich aus Mitleid, ein bisschen Erleichterung. Wortlos, professionell. Aber ich warte nur, bis ich eine scheiß Tablettenpackung kriege zwischen die Zähne. Nur die Chance. In einer Packung sind 30 Pillen drin. Das sollte irgendwie klappen. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr leben. Das wird mir gelingen irgendwie. Ich bin nämlich hier, weil ich eine Bombe im Arsch hab. Das ist kein Witz. Ja, nee, ist klar. Ja, so war die Notaufnahme, haben wir auch reagiert. Wir werden alle in die Luft fliegen. Und spätestens dann wird mir die Welt glauben. Aber dann ist es zu spät. Also glaubt mir. Alter, bist du ein Terrorist? Nein, ich bin kein Selbstmörder. Ich bin völlig normal im Kopf. Ich hab einfach nur einen mechanischen Zeitzünder mit Federmechanismus im Hintern, du Arsch. Bombe im Arsch. Holy shit. Wie ist die da reingekommen? Das waren die. Wer? Na, die. Wer sind die? Du bist nicht so scheinheilig. Gehörst auch dazu? Schwörst du? Die Lage ist verdammt ernst, mein Freund. Wer weiß, vielleicht haben sie dir ja auch eine Bombe in den Arsch reingepflanzt. Und du hast es einfach vergessen. Ja, die sind eiskalt, Mann. Das sind eiskalte Killer. Einen lauten Knall gehört. Ich hoffe, ihr seid... Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Also, fehlt Ihnen irgendetwas? Nichts fehlt mir. Außer vielleicht ein paar Jahre meiner Jugend. Und meine Mannschaft ist auch schon etwas eingerostet, hm? Ach, das glauben Sie doch nur, Captain. Also, Sie sind etwas in die Jahre gekommen, aber Sie sind immer noch ganz groß. Wie gern würde ich wieder mal spüren, wie meine Klinge eine Kehle aufschlitzt. Kommen Sie, Captain. Ihnen wird bestimmt bald wieder die Gelegenheit dafür geboten. Setzen Sie sich doch erstmal und entspannen Sie sich. Beide, also Sie und ich, Captain, dass Ihnen sowieso
niemand das Wasser reichen kann. Das Wasser. Was? Nichts, Captain. Nichts? Gar nichts, Captain. Gar nichts. Wie lange braucht ihr denn noch? Tandis, hol doch mal den Spiegel jetzt her. Den Spiegel, ja. Wartet doch noch einen Moment. Bis ich fertig bin, warten erhöht ja die Lust. Was treibt ihr da eigentlich? Seht zu, dass ihr nicht so rumtrödelt. Komplikationen entstanden, überdauerten, aber wurden aus der Welt geschafft. Ihr werdet wie früher der gefürchtetste Pirat in den spanischen Kolonien sein. Ja, wirklich sehr charmant. Ja, schon bei ihrem Anblick werden sich alle in Angst und Schrecken versetzen. Verdammt doch mal, ich will jetzt den Spiegel sehen. Ja, einen kleinen Moment. Ich zähle bis drei. Ja, ich brauche... Eins! Noch hier ein bisschen und da noch ein bisschen und dann bin ich auch gleich fertig. Zwei! Ja, den Spiegel. Drei! Und warum gerade du? Nun ja, ich weiß einfach alles über sie. 38 Banküberfälle, 18 Geiselnahmen und 17 Entführungen. Sie sind einer der gefürchtetsten Verbrecher der Welt. Alle haben Angst vor ihnen und das Beste ist, sie können tun und lassen, was sie wollen. Sie hassen Überraschungen. Sie tragen auch im Sommer einen Anzug und an kalten Novembertagen lieben sie es, den Regentropfen am Fenster zu lauschen. Woher weißt du? Ich sagte doch, ich weiß einfach alles über sie. Oh Mann, sie sind so beeindruckend. Und ihr Büro erst. Das sieht ja alles so voll cool aus. So richtig verbrechermäßig. So eins hätte ich auch mal gerne. Da fällt mir ein, ich habe noch was mitgebracht. Hier, schauen Sie mal. Du hast dir ein Cape gebastelt? Ach nein, sowas könnte ich doch gar nicht. Das hier hat mir Mama gemacht. Aber die habe ich gemacht. Und deine Mama hat dir wohl erlaubt, eine Schere zu benutzen. Na klar, denken Sie, ich wäre so ein Mamasöhnchen? Mama sagt so immer, dass sie froh ist, dass ich noch zu Hause lebe. Aber Mama habe ich gesagt, ich muss endlich mal auf eigenen Beinen stehen. Ich will etwas erreichen. Ich möchte ein Superschurke werden, so wie Sie einer sind. Und dann werde ich es allen zeigen, alle, die mich jemals ausgelacht haben. Oh, und die Mädchen, die werden mich dann auch endlich mögen. Die werden nicht mehr sagen, boah, Benno, du bist voll der Stalker. Wenn ich ein Superschurke bin, dann wollen die von mir entführt werden. Jack! Ja? Was ist das da in deinem Rucksack? Ist das ein Kuchen? Das ist ein Törtchen, das habe ich mit Mama gebacken. Gib es mir. Gib mir den Kuchen. Törtchen? Und eigentlich ist das mein Törtchen. Und eigentlich ist das mein Törtchen, mein Törtchen, mein Törtchen. Los, gib her!